So, wo ist jetzt? Wen sollten wir noch mal finden für das, für den Brief? Tuau. Tuaha. Ach, und da ist sie auch schon. Eine Amaunerin hält die Hand um den Griff eines langen Säbels an ihrem Gürtel. Ihre Aufmerksamkeit richtet sich auf die Passanten, ohne zu lange an einer Stelle zu bleiben. Sie steht regungslos und wachsam wie eine Eule. Sie wendet sich zu Maya und weicht zurück. Sie schüttelt unterschwellig den Kopf. Ja, schon eine Weile her, Tuha. Du siehst gesund aus. Maya versucht sich an ein leichtes Schulterzucken, doch es sieht gezwungen aus. Sag nicht meinen Namen. Ist er immer noch hier? Tuha flüstert leise jedes Wort vor sich hin. Sie kippt den Kopf leicht nach hinten, um auf etwas hinter ihrer Schulter zu deuten. Können wir das hinter uns bringen? Über wen redet ihr? Die Volksmenge absuchen, ob irgendwas auffällt. Ab und zu verdeckt ein Fußgänger deine Sicht, aber alle scheinen sich um ihre Angelegenheiten zu kümmern, ohne zu lange zu zögern. Gerade als ich entscheide, es aufzugeben, blickt ein Huaner auf, der auf einem Stück Pergament etwas geschrieben hat. Er steckt das Pergament in die Tasche und verschwindet wieder in die Volksmenge. Die Aktion scheint harmlos genug, aber die Geschwindigkeit und Leichtigkeit lassen dich zweifeln. Du hast das auch gesehen, oder? Maya nickt. Na, Tuha spricht dich mit zusammengebissenen Zähnen an. Wir haben etwas Aufmerksamkeit erregt. Das steht fest. Ich kann niemanden sehen. Bei Skanes Augen, er kommt. Wir haben Aufmerksamkeit erregt. Ich wusste es doch. Ihr Griff auf dem Säbel festigt sich. Wer ist dein Beschatter? Ich hänge ihn an seinen Daumen auf, ehe er eine Hand auf dich legt. Seraphin stimmt. Oh, weil sie leidenschaftlich ist und Anlauf wegen Pflichtbewusst. Well, he's obviously not one of ours. Unless Atsura sent someone to monitor me. Must be working for the other side. Also er ist offenbar nicht einer von uns. Es sei denn, Atsura hat ihn geschickt, um mich zu überwachen. Muss wohl für die andere Seite arbeiten. Tuaha wirft einen besorgten Blick in deine Richtung. Andere Seite, Maya, magst du das näher erklären? Ich verstehe schon, ich soll keine Fragen stellen, richtig? Nichts sagen. Nehmen wir mal die Eins. Everyone in the Deadfire lays out the welcome mat for Rauatai. That shouldn't be any surprise. Nicht jeder im Todesfeuer heißt die Rauatai willkommen. Das sollte keine Überraschung sein. Sie runzelt bedenkend die Stirn. Tuaha, I'm getting you out of this. We pulled each other out of worse snacks. Tuaha, ich werde dich hier herausholen. Wir haben einander schon aus schwierigeren Situationen befreit. Maya tätscht Tuaha den Arm. Es ist ein Versuch, sie zu ermutigen, doch sie zuckt lediglich zusammen. Seraphin wegen der Weltgewandtheit. Easy to say when it's in the past. This stalker is relentless and he is always watching. Kann man leicht sagen, wenn er es in der Vergangenheit ist. Dieser Beschatter ist unnachgiebig und er schaut immer zu. Tuaha reibt ihre Palmen zusammen. Was kannst du mir über diesen Beschatter sagen? Was ist beim letzten Mal passiert? Wir haben keine rechte Zeit dafür. Was ist beim letzten Mal passiert? Komplikationen, aber das ist schon lange her. Maya teilt einen wissenden Blick mit Tuaha. No need to relive ancient history. Es gibt keinen Grund, alte Geschichten wieder aufleben zu lassen. Was kannst du mir über diesen Beschatter sagen? Average height. And I've caught him scribbling on a sheaf of notes. Er ist Huana, hat Durchschnittsgröße und ich habe gesehen, wie er etwas in einen Bündel Notizen schreibt. Like any good tale, he's indistinguishable from anyone else wandering around Port Marge. Probably why they picked him for the job. Wie ein guter Beschatter lässt er sich von den anderen, die in Port Marge herumlaufen, nicht unterscheiden. Wahrscheinlich hat man ihn deswegen für diesen Auftrag ausgewählt. Tuaha kringelt die Lippen. Wir werden deinen Beschatter finden und ihn loswerden, ob so oder so. Was tust du eigentlich, dass ihn so neugierig machen könnte? Ich muss mir das nochmal überdenken. Nehmen wir mal erst das hier. Eine Angelegenheit der Gesellschaft. Maya und Tua blinken, als sie es zeitgleich sagen. Okay. Seraphin kichert wegen der Betrügerei und Alof wegen dem Pflichtbewusstsein. Okay. Eine Angelegenheit der Gesellschaft. Rat räuspert sich in ihre Faust. Wir werden deinen Beschatter finden und ihn loswerden, ob so oder so. Whatever happens, he won't bother you again. Just try not casual.
Warte ab und ich werde mich darum kümmern. Wie auch immer, was auch immer geschehen mag, er wird dich nicht mehr belästigen. Versuche nur, locker auszusehen. Maya gibt ein ermutigendes Schulterzucken. Meine Aussprache. I will stand perfectly still and fill my heart with the words of our national anthem. Ich werde perfekt stillstehen und mein Herz mit den Worten unserer Nationalhymne füllen. Tuan nickt entschlossen. That's exactly what I meant. Das ist ja genau, was ich gemeint habe. Ein Nachtrag. Ruf des Kuriers. Toa äußerte die Vermutung, dass sie verfolgt werde. Sie wird Mayas Sendschreiben nicht annehmen, bevor wir uns nicht um ihren Verfolger gekümmert haben. Sie beschrieb ihn als normal aussehenden männlichen Huana. Faster, you lot. Let's get off this rock. Ein Schleimaal. Ein Brecheisen. Was ist mit dir? I'm on the next ship out of here. Unless you're here to kick me off the docks this time. Du bist eine Fischhändlerin, von dir will ich nichts. Coral. No contest. What? Just because you have webbed fingers and I can't swim? You are a strange man. Ja, unser einziger Überlebender ist auch immer noch hier. Lucky to have met you, friend. You are a real good soul. Und da steht unser neues Schiff. Jedenfalls ein Teil davon ist zu sehen. You think it's smart, giving the Huana all these guns? Why not? Well, just they might use them on each other, most likely. Es ist nur die Frage, wo muss ich hin? Hä, warum ploppt die Handwerkerin auf? What say, you need something? Ach so. Ja, das ist ja der Bug, dass... Oder die Vertauschung der Entitäten, dass der Handwerker mit der Handwerkerin vertauscht ist. Was ist? Brauchst du etwas? Ein bescheidener Amauner wendet sich mit einem Lächeln zu dir. Schniefend nickt dir Maya schnell zu. That goes for you or your fetching friend. Das gilt für dich und deine attraktive Freundin. Er winkt und lächelt Maya zu. Ihn genau betrachten. Er hat einen warmen Klang eines Inselmauners, gelassene Augen und eine winzige Narbe an seiner Oberlippe. Deine genaue Untersuchung verunsichert ihn und er geht einen behutsamen Schritt zurück. Das ist nah genug. Er kratzt sich am Ohr und blickt nach rechts und links. Du hättest es fast übersehen, aber du bemerkst einen Tintenklecks. Ich bin zu blöd zum Lesen. Auf seinem rechten Daumen und Zeigefinger. Als er seine Hand nach unten bringt, klopft er unbewusst auf eine Wölbung in seiner Tasche. Maya nickt ihr zu und macht deutlich, dass sie es ebenfalls bemerkt hat. Ich habe die Tinte an deinen Fingern bemerkt. Was tust du? Leben für Tinte und deine Tasche voll Notizen. Bist du der hinter Tuaha her ist? Ich habe die Tinte bemerkt. Ah, this. I have been working late practicing my calligraphy. Ah, das hier. Ich habe lange an meiner Kalligrafie gearbeitet. Er ahmt das Halten einer Feder nach. Sure you have. And I keep a Shiza around for the fun of it. Na klar hast du es. Und ich behalte die Shiza nur zum Spaß hier. Bei Nennen seines Namens stellt sich der Vogel hoch, bevor er seine gewöhnliche Streife auf Käfer fortsetzt. Ja, Unbeschwertheit. Er betrachtet Mayas Anwesenheit mit einer Mischung aus Verärgerung und Neugier und kneift seine Lippen zusammen. For these games. Be well. Ich habe keine Zeit für dieses Spielchen. Sei wohl auf. Er macht sich zielbewusst auf und holt sich dabei die Stirn. Hör mir zu, jemand folgt dir. Er blasst und schaut alarmiert nach rechts und links. No one told me to expect you. There are proper channels to discuss this. Niemand sagte mir, dass ich dich erwarten soll. Es gibt bessere Wege, das zu diskutieren. Sein Flüstern wird zu einem dringlichen Zischen. Lügen, ich war es, der dein Leben verteidigt hat. Mach mal nicht, dass sich meine Meinung ändert. Du musst etwas mehr an dieser Mantel- und Degenroutine arbeiten. Angreifen, dreckiger Spion 2. Er presst die Lippen zusammen, als sich seine Hand langsam zu seiner Waffe bewegt. Do not waste your lies.
Wer bist du? Verschwende nicht deine Lügen. Er betrachtet dich kalkulierend von oben nach unten. Maya, möchtest du das übernehmen? Was zählt es, dass dein Auftrag erfüllt ist? Der dir dein Gesicht vermöbeln wird, wenn du Tuaha nicht in Ruhe lässt. Ich bin der Letzte, dem du in diesem Leben begegnen wirst. Nehmen wir die drei. Und du hast diese eine Chance, zu entscheiden, ob du deine Retirement to be boring or interesting. I vote interesting. Und du hast diese eine Gelegenheit zu entscheiden, ob du deine Zur-Ruhe-Setzung langweilig oder interessant haben willst. Ich stimme auf interessant. Maya hebt ihre Augenbraue und wartet ab. Irgendetwas an Mayas Umgangston trifft ihn und er betrachtet sie mit einem Stirnrunzeln und mit großer Missbilligung. Juana, who conspire against their people. They are a blight on our future. You are more cancerous than any trading company. Juana, die sich gegen ihr eigenes Volk verschwören, sie sind ein Schandfleck für unsere Zukunft. Ihr seid krebsartiger als jede Handelsgesellschaft. Er betrachtet Maya von oben nach unten und schüttelt den Kopf. Tell us who sent you or I'll have the hide scoured from your back. Sag uns, wer dich geschickt hat, oder ich werde dir die Haut von deinem Rücken abscheuern lassen. Maya schneidet eine Grimasse und atmet mit tiefem Zischen ein. You are all coldness and hunger, the teachings of your tribe, the tradition, none of it lives on in you. Ihr seid alles Kälte und Hunger, die Lehren eures Stammes, die Tradition, gar nichts davon lebt in euch weiter. Er beginnt seine Waffe zu ziehen, sein Gesicht wie eine Maske aus Trauer. Sie versucht dein Leben zu retten. Das ist mehr als was du tust. Moment, warum tust du das? Wenn du es nicht anders willst, nehmen wir die 1. Er stellt seine Hand und betrachtet dich und Maya bewusst langsam und eindringlich. Wenn ich mich umdrehe und gehe, werde ich mir nicht in den Rücken schießen. Er runzelt seine Stirn mit einem Hinweis auf Besorgnis und Selbstschutz. Verschwinde, du hast nichts gesehen. Nicht Tua und auch nicht uns. Guter Einwand, ich schieße dir lieber ins Gesicht. Nichts sagen. Akira, as much guarantee as I will get in these friendless days. Akira, mehr als eine solche Gewährleistung werde ich nicht bekommen an diesen freundlosen Tagen. Er atmet schief aus, wendet sich und läuft von dir weg. Seine Schritte sind zögerlich und verunsichert. Und? Hat mich das aggressiver oder so gemacht? Nö. Wie sehen eigentlich so die Beziehungen aus? Xoti und Edda mögen sich, Alof und Edda mögen sich. Seraphin und Edda mögen sich. Die drei, zu den drei hat er ein neutrales Verhältnis. Seraphin mag Maya und mag Xoti ein bisschen. Maya mag niemanden, ist zwar neutral. Alof mag Tekeo nicht, mag Maya ein bisschen, mag Seraphin nicht. Mag dafür Xoti. Ja. Is he dead? Or must I handle everything myself? Ist er tot oder muss ich alles selber machen? Tua verschränkt die Arme und wartet. Du musst dir keine Sorgen mehr um deinen Beschotter machen. Wie bist du eigentlich mit Maya bekannt? Answer to that. I was her commanding officer on a number of voyages. Later we were absorbed into the trading company and found ourselves on more even terms. Darauf gibt es keine einfache Antwort. Ich war bei einigen Seereisen ihre Vorgesetzte. Später wurden wir in die Handelsgesellschaft aufgenommen, wo wir etwas gleichgestellter waren. I taught her how to distill mare's milk. She taught me how to read a Valian sundial. It's been a most useful acquaintanceship. Ich brachte ihr bei, wie man Stutenmilch destilliert. Sehr schön. Sie brachte mir bei, wie man eine valianische Sonnenuhr liest. Sie war eine durchaus nützliche Bekanntschaft. Man könnte einfach sagen, dass wir Freunde sind, gute Freunde. Maya stützt ihren Kopf in ihre Hände und seufzt. Du musst dir keine Sorgen mehr um deinen Beschatter machen. Ist dem so? Tua blinkt und wartet erstmal, bis sie es von Maya hört, bevor sie Hoffnung schöpft. Wir haben uns darum gekümmert, wie ich es schon gesagt hatte. Zwinkernd bringt Maya Azuras Sinnschreiben hervor. Tua greift blitzschnell die Seiten. Ja. Tua leckt ihre Daumen und überfliegt jede Seite. Sie nickt und murmelt leise. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Ich werde zusehen, dass diese rechtzeitig adressiert sind. Ihre Mundwinkel hebt sich zu einem Lächeln. Was hat Azura dir geschickt? Ich soll diese hier weitergeben und in die nächsten Hände legen. Mehr vor dem, was du hier getan hast. Das ist Diskretion für dich. Sie verzieht ihre Schulter zu einem schiefen Zucken. Das beantwortet nicht wirklich meine Frage.
Oder? Das ist die einzige Antwort, die ich habe. Tuana neigt leicht ihren Kopf und betrachtet dich mit unverhohlener Neugier. We should be going. It's been an absolute delight. Wir sollten losziehen. Es war ein Vergnügen. Maya greift ihre Hand, aber Tuana zuckt bei dem Kontakt zusammen. Enough of that, Soldier. Atsura will know your performance was adequate. Das ist schon genug, Soldat. Atsura wird wissen, dass deine Leistung hinreichend war. Sehr toll. Sie zieht sich zurück und wischt ihre Handfläche. And you, Watcher. Rauatai thanks you for your service. Und du, Wächter, Rauatai dankt dir für deinen Dienst. Hier verbeugt sich steif. Maya, wir reden später, was hier vorgefallen ist. Dann need to check in with Atsura. Mind if we take a detour to the Brass Citadel? Ich muss mich bei Atsura melden. Hast du etwas dagegen, wenn wir einen Abstecher zur Messing-Zitadelle machen? Maya hegt die Augenbrauen.